Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei Ihrem FRM Regionalfernsehen. Mit einem modernen Mobiltelefon kann man viele verschiedene Dinge machen. Telefonieren, Nachrichten schreiben, im Internet surfen, Essen bestellen und jetzt ganz neu auch bezahlen. Die Technischen Werke in Freital haben ein Bezahlsystem mittels Handy eingeführt. Mehr dazu im ersten Beitrag. Die Kantine Wirtschaft im F1 in Freital bietet ab sofort bargeldloses Bezahlen mit dem Handy an. Damit sind die Technischen Werke Vorreiter auf diesem Gebiet. Also erstmal, genau, wir sind ja hier im Technologie- und Gründerzentrum und es ist ja auch ein Gebäude oder ein Vorreiter für Innovation und neue Techniken. Und wir wissen ja alle, dass es ein sehr schnelllebiges Geschäft ist. Bargeldloses Bezahlen wird ja immer weiter verbreitet. Und wir haben natürlich auch hier einen sehr hohen Bargeldverkehr durch die Besucher oder die Gäste, die hier das Essen kaufen. Und ich sag mal, wir wollen natürlich den Nutzer eine Vereinfachung bieten, aber auch unserem Personal, die natürlich dann auch diese Wechselgeldgeschichten erspart oder was erspart bleibt. Und wir hoffen uns dadurch natürlich auch, dass wir dort eine vereinfachte Bezahlmethode einfach ins Leben rufen. Das System in der Wirtschaft ist der erste Testlauf. Wenn alles gut funktioniert, könnte auch das Heinz-Freizeitzentrum und die Freibäder Windi und Zacke folgen. Ja, so kann man das sagen. Hier ist es jetzt noch ein bisschen überschaubarer vom Besucheraufkommen und deswegen ist das eine ganz gute Anlaufstelle, gerade weil wir hier eben auch, wie ich es vorhin schon sagte, viele Firmen haben, die auch technisch affin sind, die sich mit solchen Produkten natürlich auch identifizieren und wir sehen hier eigentlich die beste Plattform, um das Produkt zu prüfen und unsere Erfahrungen zu machen und dann werden wir, denke ich, in den nächsten Wochen schon schlauer sein, wie es angenommen wird und wo man es dann auch weiter verwenden kann. Partner für das Zahlungssystem ist die Sparkasse. Frank Schenkel erläutert, wie der Bezahlvorgang in der Praxis abläuft. Also jeder kennt die Situation, dass man praktisch unterwegs ist und man hat jetzt kein Bargeld mit dabei, beziehungsweise man hat auch vielleicht das Portemonnaie nicht dabei. Was man mit dabei hat, ist praktisch das Smartphone mittlerweile. Das gehört eigentlich praktisch zum alltäglichen Begleiter mittlerweile. Und da haben wir uns als Sparkasse auch überlegt, ein neues Verfahren mit entsprechend anzubieten, ein neues mobiles Bezahlverfahren, wo eben halt im Hintergrund nur als einzige Voraussetzung das Smartphone erforderlich wäre. Und dieses Smartphone kann man sich dann aus dem entsprechenden App Store für Android-Geräte oder für iOS-Geräte die App Bluecode herunterladen und einmalig registrieren. Und dann passiert eigentlich nichts anderes, außer dass man praktisch seine entsprechende PIN eingibt. Und dann wird die App aufgerufen und praktisch mit dem Vorgang jetzt, dass ich diesen Bluecode jetzt erzeugt habe, dass ich einfach hier als Strichcode, als Barcode darstelle, den halte ich dann künftig an der Kasse bei den Kollegen dann nur noch mit ran. Und die würden dann über einen Scanner oder über eine Kamerafunktion diesen entsprechend auslesen und der Bezahlvorgang ist schon abgeschlossen an der Stelle. Für mich als Nutzer ist das Verfahren kostenfrei. Hier entstehen keinerlei Kosten, also weder für die App, die Sie sich herunterladen können, die können Sie kostenfrei aus den entsprechenden App-Stores laden. Und auch dann praktisch die Nutzung, also sprich das Erzeugen von diesen Bluecodes, würde für Sie keinerlei Kosten entstehen. Je nach Bank- und Kontomodell können aber noch Buchungskosten für die Lastschrift entstehen. Zusammengefasst ist es ein praktisches System, um schnell und sicher Zahlungen mit dem Handy zu machen. Aber damit es sich so richtig durchsetzt, werden noch weitere Akzeptanzstellen gebraucht. Willkommen an der Talsperre Malde. Freizeit aktiv erleben. Klick dich rein, www.erlebnis-talsperre.de. Herzlich willkommen in Ihrem neuen Medimax im Weißeritzpark Freital. Hallo, mein Name ist Mike Ritter und ich bin Ihr neuer Fachberater im Bereich Multimedia im neuen Medimax in Freital. Medimax Freital, einfach gut beraten. Wir unterbrechen unser Programm für eine aktuelle Meldung für alle Vereine im Landkreis. Ab sofort besucht FRMTV 7 Vereine aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zur Teilnahme am Vereinsquiz 2018. Ein Verein ist schon gesetzt und das ist der Vorjahressieger, das ist das Schachzentrum Seeblick e.V.
Und hier die Einzelheiten zum Vereinsquiz. Das TV-Team von FRM kommt zu euch in den Verein. Drei Vereinsmitglieder beantworten 10 Fragen. Für jede Frage gibt es 10 Punkte und die besten 3 Vereine kommen ins Finale. Der FRM-Vereinsquizmeister wird dann Anfang November ermittelt und erhält von mir, Cash auf die Hand, 300 Euro. Und das sind die Karten mit den 80 Fragen für die aktuelle Quizstaffel 2018. Sie sind nicht zu schwer, nicht zu leicht, für euch auf jeden Fall zu schaffen. Jetzt heißt es nicht lange überlegen und warten. Geht auf unsere Homepage www.frm-tv.de. Dort findet ihr dann einen Button Anmeldung zum Vereinsquiz 2018. Dort hinterlasst ihr dann bitte den Vereinsnamen und einen Ansprechpartner mit der entsprechenden Telefonnummer. Und mit etwas Glück sehen wir uns dann beim Vereinsquiz 2018 um die 300 Euro. Also, ich drücke beide Daumen. Vergessen habe ich noch eins, wer schon ein bisschen probieren will, der sollte die FRM-App nutzen, denn dort sind einige Fragen aus den letzten 3 Staffeln hinterlegt und ihr könnt schon mal kräftig üben. Sehen Sie in dieser Woche das aktuelle FRM-Spezial. Im Gespräch mit Professor Werner Patzelt geht es um die aktuellen Auswirkungen der Asylpolitik von Kanzlerin Merkel und die möglichen Langzeitfolgen für Deutschland. Das FRM-Spezial täglich 7, 17, 19 und 23 Uhr bei FRM TV. Herzlich willkommen bei Wo bin ich? Dem sommerlichen Ratespaß bei FRM TV. Exklusiv präsentiert vom Autohaus Siebeneichert Dippoldiswalde, Gewerbegebiet Reinholzhain. Jetzt 3 starke Allradmarken unter einem Dach im Autohaus Siebeneicher. Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen, Meisterwerkstatt, Zubehör und Service, Isuzu, Subaru und Suzuki. Jetzt in Ihrem Autohaus Siebeneicher, Gewerbering 2, in Dippoldiswalde, Gewerbegebiet Reinholzhain. Und freundlich unterstützt durch Expert in Freital und Pirna. Willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser ja schon spätsommerlichen Rätselfrage. Wo bin ich? Startet in die zweite Saison, also in die zweite Halbzeit. Und es gibt wieder einen Ort zu erraten und ich bin mir sicher, Sie sind wieder mit dabei, denn es gibt auch tolle Preise zu gewinnen. Heute suche ich den Namen einer Einrichtung, die ja eigentlich viele Aufgaben erfüllt. Das sind Umweltbildung, Forschung, es finden hier Lehrveranstaltungen statt und des Weiteren kann man sich erholen. Kraft tanken. Ja, der gesuchte Ort hat auch eine große touristische Bedeutung hier in der Region für Jung und Alt. Johann Heinrich Kotta gründete 1811 diese Einrichtung. Seitdem ist viel passiert und wenn Sie mit den Begriffen Zeissig-Grundbrücke, Judeich-Denkmal oder Forststadt etwas anfangen können, dann wissen Sie schon fast, wo ich bin. Als Antwort genügt mir der Name der Stadt, in der sich diese Einrichtung befindet, oder der Name dieser Einrichtungen und ich frage Sie jetzt einfach, wo bin ich? Wenn Sie es wissen, rufen Sie an, schreiben Sie eine E-Mail oder spielen Sie auf unserer Facebook-Seite mit. Und natürlich lohnt sich das Mitspielen bei FRM TV, denn es gibt etwas zu gewinnen und zwar einen 50-Euro-Gutschein von Expert. Da fällt einem doch immer etwas ein, was man kaufen möchte und dann noch die Karten für eine kulinarische Weltreise. Dazu müssen Sie nicht ins Flugzeug steigen, müssen keine Koffer packen. Was das ist, das verrate ich Ihnen dann in der nächsten Woche, denn dann stelle ich Ihnen den gesuchten Ort genauer vor. Der Einsendeschluss ist der 26. August und ich wünsche Ihnen jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß und Erfolg beim Raten. Ach so, und dieses Auto hier, den Suzuki Swift Sport, stelle ich Ihnen in der nächsten Woche natürlich auch vor. Also doppelt spannend.
Demnächst eröffnet in Dippoldiswalde das Bergbaumuseum. Doch bereits jetzt kann man sich informieren, denn auf einem historischen Bergbaulehrpfad gibt es viel Wissenswertes zur Geschichte des mittelalterlichen Bergbaus in Dippoldiswalde. Am 17. August konnte der Dippoldiswalder Bergbaulehrpfad offiziell eingeweiht werden. Die Informationstafel am Dippoldiswalder Kirchplatz war noch dezent verhangen, als FRM die Schirmherrin des Projektes, Landtagsvizepräsidentin Andrea Domwa, zum Interview bat. Für sie hat die Geschichte des hochmittelalterlichen Bergbaus in Verbindung mit den archäologischen Funden der letzten Jahre viel Potenzial für die touristische Entwicklung der Region. Die Bergbaugeschichte hat in den letzten Jahrzehnten hier in der Region und vor allen Dingen in Dips keine so große Rolle gespielt. Deswegen freue ich mich darüber, über diese Initiativen, denn es ist ja auch Traditionspflege. Es ist unsere Geschichte, die Geschichte der Vorväter, die Geschichte der Stadt. Ohne die Bergbaugeschichte gäbe es auch die Dippoldiswalde nie und auch große Teile von Sachsen nicht. Und deshalb ist das so wichtig, auch im Blick die Geschichte zu vermitteln an jüngere Menschen. Und deswegen haben wir uns entschlossen, diesen Bergbau-Lehrpfad einzurichten, der ja noch nicht beendet ist. Wir werden weiter daran arbeiten und die einzelnen Punkte zu dokumentieren, sodass auch die jüngere Generation eigentlich weiß, woher wir kommen, wie die geschichtlichen Ursachen, wie sie zusammenhängen. Und ich denke, dass das für unsere Stadt eine große Bereicherung ist, auch im Blick auf die Eröffnung des Bergbaumuseums in der nächsten Woche. Diese montanarchäologischen Funde, die sind ein sehr, sehr hohes Gut, die wir auch schützen müssen. Und ich hoffe, dass es dann ganz viele neugierige Menschen gibt, die dann, und da komme ich auf das Thema Tourismus, auch unsere Stadt besuchen. Ich sehe das als eine große Bereicherung für die Stadt und freue mich über die weitere Zusammenarbeit mit dem Verein. Jetzt war es endlich soweit, der Bergbaulehrpfad konnte eingeweiht werden. Andrea Domwa, OB Jens Peter und Vereinsvorsitzender Bernd Heine enthüllten die Tafel am Kirchplatz. Der Förderverein Mittelalterlicher Bergbau möchte das wiederentdeckte mittelalterliche und bergbauliche Kulturgut in Dippoldiswalde bewahren und der Öffentlichkeit bekannt machen. Von der Idee Bergbaulehrpfad bis hin zu den fertigen Tafeln war es ein langer, steiniger Weg. Das kann man wohl so sagen, dass es ein harter und auch steinreicher Weg war. In der Rede von Andrea Kretschmann, die ja das als Projektleiterin geführt hat, kam das schon mit zum Ausdruck. Das ging von der Erstellung der Inhalte, von der Erstellung der Dateien bis hin, wobei eine gute Zusammenarbeit mit der Grafikfirma bestand, Sandstein aus Dresden. Aber dann ging das schon weiter mit der entsprechenden Umrahmung. Also wenn Sie hier die Stelen sehen und das Ganze, das ist angeglichen an das Design von Dippoldiswalde, also von ähnlichen Elementen, die in Dippoldiswalde sind. Das hat natürlich auch wieder Nerven gekostet, entsprechend rechtzeitig ranzufinden. Und dann noch bis zu den letzten Tagen, als es noch Randale gab, als dann eben noch Beschädigungen festgestellt wurden, bevor wir die Tafeln einhängen konnten. Und das ist auch von der Firma Urban eigentlich noch recht gut für uns gestaltet worden, dass wir also heute sagen können, wir können eröffnen, sind ein paar Sachen, die nicht sichtbar sind als Provisorium. Und wir hoffen, dass auch alle Dipser das dann so annehmen und auch mitschützen und wenn es zu Randalen kommt, auch entsprechend dann mitwirken und entsprechend auch dann wir wirksam werden können. Das sommerliche Wetter lud anschließend dazu ein, die weiteren Stationen des Bergbaulehrpfades zu erwandern. Ab sofort können sich alle Bürger und Gäste der Stadt auf diese Art mit der Bergbaugeschichte Dippoldiswaldes vertraut machen. Lange mussten die Schmiedeberger auf eine neue Turnhalle warten. Doch so, wie es derzeit aussieht, wird nächstes Jahr mit dem Bau begonnen. Doch die Stadt Dippoldiswalde hat noch weitere Projekte in Schmiedeberg. Im nächsten Jahr wird die Oberschule Schmiedeberg 110 Jahre alt. Das soll auch gefeiert werden. Das Haus ist allgemein in einem guten Zustand, aber vieles ist veraltet. Ein Wunderpunkt waren stets die Sanitäranlagen, welche sich im morbiden Stil der 70er Jahre präsentierten. Für Schüler und Lehrer ein unhaltbarer Zustand. Ein sächsisches Förderprogramm mit Namen Brücken in die Zukunft konnte jetzt für die Sanierung der gesamten Sanitärtrakte des Schulhauses genutzt werden. Mitte Juni rückten die Handwerker an.
Ja, also der Zustand, als die Kinder in die Ferien gingen, war ein Zustand aus der Vorwendezeit. Die Toiletten waren zwar rein grob, sauber und ordentlich, aber natürlich baulich in einem Zustand, der absolut nicht mehr dem Standard und den Anforderungen der heutigen Zeit entspricht. Und es war dringend notwendig, an der Stelle Sanierungsarbeiten durchzuführen. Jetzt haben Sie, sind Sie fast fertig. Sie haben jetzt schöne, neue, moderne Sanitärtrakte. Wie wird denn das aufgenommen von den Kindern, von den Lehrern? Was sagen die dazu? Also unsere Lehrer und unsere Kinder haben bereits in der letzten Schulwoche im vergangenen Schuljahr Rücksicht darauf genommen, dass die Bauarbeiten begonnen haben. Und wir haben das auch jetzt in den 14 Tagen. Wir kommen also mit unseren Bauarbeitern gut überein, dass weder die Bauarbeiten noch der Unterricht behindert wird. An der Stelle auch ein ganz riesengroßes Dankeschön an die Unternehmen. Es war immer eine gute Absprache möglich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin glücklich und froh, dass wir jetzt 14 Tage nach Unterrichtsbeginn, denke ich, die Toiletten dann Ende der nächsten Woche übergeben bekommen und endlich einen schönen Zustand haben. Und ich hoffe auch, dass dieser erste Schritt der Sanierung nicht der letzte Schritt ist, sondern die Fortsetzung dann folgt in all dem, was wir noch haben. Turnhalle, Modernisierung des Altgebäudes mit Anbau, das ist ganz sicherlich genauso dringend notwendig dann. Ich hoffe auf eine Fortsetzung. Peter Antoniewski, der erste Beigeordnete der Stadt Dippoldiswalde, sieht im Förderprogramm eine gute Gelegenheit, um die Sanierung der Oberschule voranzutreiben, denn neben den Toiletten ist noch weiterer Sanierungsbedarf. Ja, wir sind hier an der Oberschule Schmiedeberg, eine zweizügige Oberschule, 110 Jahre alt, denkmalgeschützt und Sie haben es selber gesehen, die Sanitäranlagen sind noch vorwendezeitlich und wir hatten die Möglichkeit durch die Brücken in die Zukunft. Wir haben also vier Projekte gehabt, unter anderem ist das die Oberschule, komplette Renovierung der Sanitärräume, gesplittet in 8 Lose einschließlich der Reinigung. Ich freue mich insbesondere, dass auch 4 Dipser Unternehmen hier mitgewirkt haben. Das war auch sehr wichtig für die Leute, weil teilweise waren Mitarbeiter zugange, die hier in die Schule gegangen sind und kannten den Zustand noch. Wir reden über eine Investitionssumme mit Baunebenkosten von ca. 400.000 Euro. Davon kommen durch das Investprogramm 3/4. Und sehr ehrgeizig war der Bauablauf. Begonnen haben wir am 25.06. diesen Jahres und sind natürlich einhergegangen mit der Schulleiterin um Verständnis gebeten, dass wir natürlich in hoher Wahrscheinlichkeit in 6 Wochen das nie komplett schaffen. Ich freue mich aber, dass wir ein Ziel haben, am 30.08. diesen Jahres die Toiletten zu übergeben. Sie sehen die Container, also getrennt nach Männlein, Weiblein, wie es sich gehört. Und die konnten wir, ja, mussten wir jetzt einsetzen. Das heißt also auch, die Schüler können ihre Notdurft sauber, ordentlich entrichten. Da gibt es also keine Frage. Ich möchte mich besonders bedanken. Wir haben eine gute Bauleitung. IPRO Dresden, also IPRO Consult GmbH, hat das übernommen. Und wichtig ist natürlich, auf engem Raum mit den Gewerken hintereinander ordentliche Bauabläufe abzustimmen. Und ich muss sagen, das lief sehr ordentlich und gute Abstimmung. Wichtig ist immer die Kommunikationsebene. Und natürlich ist auch wichtig, was ich für Handwerksunternehmen habe. Und beides hat funktioniert. Und da sieht man auch ein Ergebnis, was funktioniert. Und da kann ich mich nur bedanken. Jetzt haben wir ja von der Frau Jungnickel gehört, dass das nur ein kleines Teilchen auf der großen, großen Wunschliste ist, was hier noch getan werden muss. Wie ist denn der Blick in die Zukunft? Wird es weitergehen? Der Blick in die Zukunft ist relativ neu. Gestern war Stadtratssitzung. Wir haben also ein Schulinvest-Gesetz verabschiedet über die Landesregierung. Wir werden also hier auch in Oberschule Schmiedeberg als erstes mal durch die Fenster wechseln, die von der möglichen Rekonstruktion und den Anbau verschont bleiben. Also sagen wir, alles das, was man dann nochmal anfassen muss. Ja, und dann bin ich doch sehr optimistisch. Mittlerweile gibt es ja neue Fügungen, dass wir den Fördermittelbescheid in Bälde erhalten für die Turnhalle. Das hoffe ich also ganz stark. Fahrplan ist dann Herrichtung der Turnhalle auf dem Sportplatz und danach Abriss der alten Turnhalle, die mehr wie baufällig ist. Wir haben eine Ausnahmegenehmigung seitens der Statik, also es ist zwingend zu regeln. Und dann ist Platz für den Anbau und die Reko. Und da brauchen wir einen sauberen Bauablauf und ich denke mal, wir werden dort nochmal ca. 5-6 Millionen insgesamt wird man in die Hand nehmen, natürlich veredelt mit Fördermitteln und dann werden wir sehen, wie wir das gestalten in verschiedenen Jahren. Der Ersatzneubau der Turnhalle ist dringend notwendig.
Sie soll für über 50% für den Vereinssport genutzt werden und für den Schulsport. So will es die Förderrichtlinie. Es wird eine Einfeldhalle entstehen, die direkt am Sportplatz Schmiedeberg ihren Standort finden wird. Wenn alles optimal läuft, könnte Anfang nächsten Jahres Baustart sein und im Frühjahr 2020 könnte die Halle übergeben werden. Jetzt hat sich ja auch die sächsische Landesregierung für die Förderung des ländlichen Raumes ausgesprochen. Ja, wir hoffen natürlich dann darum, natürlich sind alle Gemeinden, wollen davon partizipieren, das ist natürlich immer ganz wichtig. Ne? Also Schwerpunkte zu setzen und von oben nach unten zu steuern, das ist natürlich im demokratischen Verhältnis immer schwierig. Und das Einvernehmen mit den Bürgermeistern musst du ja auf den Weg bringen. In unserem Landkreis hat man das recht gut bei dem Investkraftschule hinbekommen. Ob das immer der Stein der Weisen ist, das ist immer hinterher, kann man das beurteilen. Auf jeden Fall haben wir eine Lösung zustande bekommen. Und das nach Schülerkennzahlen ist das verteilt worden und da hat jede Kommune ihre Möglichkeiten, das umzusetzen. Wir beispielsweise bekommen Fördermittel von rund 475.000. Hoffen wir, dass für die 280 Schulkinder und für die Lehrerinnen und Lehrer der Schmiedeberger Oberschule nach und nach bessere und modernere Bedingungen geschaffen werden. Die Modernisierung der Sanitärtrakte ist dabei nur ein erster Schritt. Auch im städtischen Kindergarten Spatzennest lässt die Stadt bauen. Ja, eine weitere Baumaßnahme ist der Kindergarten in Schmiedeberg, nach der Schule, also der Kindergarten. Ebenfalls Investitionen, Förderung, Brücken in die Zukunft. Problematisch war dabei, wir haben also einen Bestandsbau nahe am Wald. Und da war natürlich die Verständigung, insbesondere mit der Forstbehörde nach dem Sturm, den wir alle noch vor Augen haben, ganz wichtig. Und freue mich natürlich auch dort, dass wir einen Kompromiss gefunden haben, dass nicht jeder Star auf seinen Positionen hängen geblieben ist. Am Ende haben wir uns verständigt. Wir greifen ein mit Genehmigung des Staatsforstes, haben dort in seinem Eigentum 17 Bäume gefällt, unsere Randbäume alle natürlich mitgefällt, damit wir die Laichcontainer setzen können, damit die Kinder umziehen können. Wenn die Kinder umgezogen sind in die Container, wird also der Anbau, den sehen Sie im dunklen Bereich am Kindergarten, wird vollständig abgerissen. Und wird dann ein Neubau dazu erfolgen. Und solange sind die Container hier vor Ort, wird ungefähr ein Zeitraum von einem Jahr in Anspruch nehmen. Das Grundlegende, das ist also schon in der Altgemeinde Schmiedeberg zum Tragen gekommen. Es gab also bestimmte Auflagen. Das ist der Brandschutz, der also in keinster Weise mehr den Anforderungen entspricht. Das heißt also, man hat schon länger geplant. Dann kam die Fusion und dann war natürlich das Programm dazu prädestiniert. Wir haben das aufgelegt und gestern haben wir den Tiefbau vergeben. Das heißt also die Herrichtung von den Containern, brauchen wir ja gewisse Ebenen, muss noch ein bisschen was gemacht werden. Wird also in Bälde losgehen. Dieses Jahr, September, Oktober, werden die Container gestellt und dann werden die Kinder umziehen. Dann wird abgerissen und dann schauen wir mal, wie weit das Wetter folgt, ob wir noch eine Bodenplatte hinbekommen oder auch nicht. Dann kommt die Ausschreibung und der Bau wird dann in 19 stattfinden. In 6 Gruppen werden hier 69 Kinder betreut. Für sie und auch für die 13 Mitarbeiter bedeuten die Baumaßnahmen sicher anstrengende, aber auch interessante Wochen. Sie werden dann direkt dabei sein, wenn ihr neues Haus gebaut wird und darauf freuen sich alle schon jetzt. Und damit sind wir am Ende unseres Magazins angekommen. In der nächsten Ausgabe gibt es die Auflösung unseres Heimatratespiels »Wo bin ich?« Ich bin mir sicher, dass Sie mitgeraten haben und natürlich auch die richtige Lösung haben und sage bis nächste Woche Tschüss, machen Sie es gut, Ihr Ronny Birner.